Wir haben gerade eine sehr gute Übung hier. Wir laufen nämlich gerade auf dem Feld und wir haben nämlich hier Besuch hinter uns. Der kleine Wutzel, der hinter uns herläuft die ganze Zeit schon. Er gehört hier zu einer ukrainischen Frau, die mich nicht wirklich versteht. Der Hund ist überhaupt kein Problem, der ist total nett. Aber Diego, ich glaube, der ist unkastriert, ein unkastrierter Rüde. Diego findet es richtig scheiße. Er würde ihn gern hacken, darf er aber nicht. Das Schlimmste ist, dass die Bella dahin durfte. So. Und tja, das muss er eben auch kapieren, ne? Dass nur weil er ein Problem mit einem Hund hat, das nicht für die Bella gilt. Und dass es ja nicht das Problem des Hundes da hinten ist. Der hält ja einen netten Abstand. Der rast ja nicht auf uns zu. Der ist total super sozialisiert, glaube ich, der Hund. Aber Diego, guck mal ihn an. Ah, oh, wie ihn das ankotzt. Ah, sag mal nochmal Teil. Teil 2. Jetzt, oh, Diego regt sich auf. Komm. Diego, weiter. Komm. Der Kleine da hinten, den ihr vorhin gesehen habt, der ist doch jetzt tatsächlich stehen geblieben und die Bella ist zu ihm hingerast. Bella ist ja nur an der kurzen Schlepp, aber die schleift. Guck mal. Diego! Ah, ah, wir gehen weiter. Auf geht's, ist mir egal, komm, Sagi. Ja, auf. So, das ist eine der schwersten Übungen für Diego heute Morgen schon zum Frühstück. Jetzt ohne Leine machen, ist ganz einfach, weil ich möchte, dass der Diego den in Ruhe lässt, auch wenn keine Leine dran hängt, ja? Es ist jetzt keine unmittelbare Gefahr, also macht es bitte nicht, wenn ihr das Gefühl habt, euer Hund könnte ernsthaft eine Gefahr für einen anderen sein, dann natürlich nicht. Ja. Aber ich kann den Diego, wenn er jetzt losrennen würde, ganz schnell ausbremsen. Würde ich natürlich auch tun. Aber ich möchte einfach, dass er jetzt akzeptiert, dass der da ist. Guck mal, jetzt geht die Bella wieder, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt ist die Bella wieder ziemlich nah an dem Hund. Und wenn er das sieht, dann kriegt er eine Hasskappe. Guck mal, oh, guck mal, du bist ein so netter. So, Diego, guck jetzt mal Diego an, das ist so geil. Ah, da lang. Heide, bimbam, ich möchte es nicht. So, weiter. Ihr könnt euch vorstellen, was in ihm losgeht, ne? Seine Freundin bändelt da hinten mit einem anderen Rüden an, den er doof findet. Also nochmal, warum mache ich das? Damit das lernt zu akzeptieren. Wir können auch nicht durch die Welt gehen und alle verkloppen, die wir nicht leiden können. Kann man machen, aber ist nicht unbedingt sehr sozialtauglich. Und wir müssen lernen, uns zurückzuhalten. Jetzt kommen sie ganz einträchtig daher. Wir müssen lernen, uns zurückzunehmen. Und so muss das auch der Jibidiegel. So, ich hoffe, das war's. Jetzt kommen die ein bisschen arg näher. Jetzt muss ich mal ein bisschen konzentrieren wieder. Guck mal, aber hier das Gepose, gell? Dieses guck mal. Oh Himmel, oh Himmel. Man pinkelt und hebt beide Hinterbeine vom Boden weg. Ja, das ist jetzt äußerst das Gepose, was er hier macht. Du bist so ein bisschen lächerlich gerade. Komm, geh. Nimm doch kein ernstes Getue da. Auf geht's, genau.